Am 9. April wurde das Palais Liechtenstein in der Bankgasse in Wien feierlich eröffnet. Was war die größte Herausforderung für den Architekten? Es war natürlich nicht eine Herausforderung, sondern tausend Herausforderungen. Denn der Charme des Palais liegt im Detail, das muss man ganz einfach sagen. Es ist aber kurz gefasst auf der einen Seite die Restaurierung, die uns auch tatsächlich Woche für Woche vor neue Probleme gestellt hat. Und die zu lösen, das zu schaffen, das war die eine große Herausforderung. Und die andere große Herausforderung, das ist natürlich das, was ich hier nenne, die unsichtbare Technik. Denn vergessen Sie nicht, wir haben Vollklimatisierung. Wir haben einen Sicherheitsstandard, der also höchstes Sicherheit gewährleisten kann. Wir haben Durchsprechanlagen und alles Mögliche. Und das alles sehen Sie hier nicht. Und das war die zweite große Herausforderung. Wir haben, wenn Sie wollen, vier Hochsicherheitstrakte. Alleine das, wir haben ja nicht zuletzt das große mehrgeschossige Kunstdepot. Alleine das hat an uns große Herausforderungen gestellt. Für die liechtensteinische Delegation war es eine Kombination von Arbeitsbesuch und Festakt. Und wie gefällt Ihnen das neue Palais? Ich bin begeistert, es ist unglaubliche Pracht. Als ehemaliger Architekt bin ich natürlich besonders beeindruckt, vor allem was da denkmalschutzmäßig gemacht worden ist. Und da muss man schon am Fürstenhaus großes Kompliment machen, dass man da keine Unkosten geschüchtert hat, um das fachgerecht zu restaurieren. Und wenn man da durchläuft, kann man nur beeindruckt sein. Ja, wir haben gedacht, wenn man schon extra auf Wien kann, nutzen wir die Gelegenheit gerade auch aus Effizienzgründen auch zum Antrittsbesuch zu machen. Ich habe mich heute getroffen mit der Justizministerin, der Frau Dr. Karl, und habe ein sehr angenehmes, sympathisches Gespräch gehabt über aktuelle Gesetzesprojekte im Justizbereich. Und anschließend haben wir uns mit dem Vizekanzler, dem Dr. Spindlecker, getroffen. Und dort fühlt man sich einfach als Liechtensteiner sehr willkommen, sehr angenehm. Dort haben wir aktuelle Themen Außenpolitik und generell staatspolitische Themen besprochen. Und morgen würde ich mich noch treffen mit dem Staatssekretär Kurz, wo es vor allem um Integration, um Schengen-Dublin, um Asylfragen gehen wird. Es ist ein wunderbarer Anlass. Wir haben heute ein sehr, sehr intensives Programm gehabt, tagsüber. Es hat vom Fürsten und von der Fürstin ein Treffen gegeben mit dem Bundespräsidenten und der Bundespräsidentin, gefolgt von einem Mittagessen in sehr schönem Ambiente. Ein Arbeitsgespräch hat davor stattgefunden, in sehr, sehr freundschaftlicher Atmosphäre. Am Nachmittag haben wir noch den Vizekanzler und Außenminister Spindelegger getroffen, unseren Regierungschef, der Vizeregierungschef und ich. Also wir haben heute ein ganz, ganz volles Programm gehabt. Und heute Abend die Abrundung mit der Eröffnung in diesem wunderbaren Palais ist ganz eindrücklich. Es ist fantastisch. Also, als ich hier reingekommen bin in der Saal, ich war wirklich überwältigt von der Pracht da hinten. Es ist gigantisch. Wir hatten heute einen Antrittsbesuch beim Vizekanzler Spindelegger. Und es war eine sehr angenehme Atmosphäre, eine sehr freundschaftliche Atmosphäre. Wir sind wirklich willkommen geheißen worden und haben ganz gute Gespräche gehabt.